Jimmy Gerum, Gründer von Leuchtturm.at. Du hast hunderte von Demos, wenn man die kleinen Mahnwachen dazu zählt, organisiert. Und jetzt kommt es zum ersten öffentlichen runden Tisch über die Zukunft der Medien, die Funktion der Medien, den Wahrheitsgehalt der Medien. Das findet am 24. September in Bayern statt. Wie ist es dir gelungen, dieses doch bemerkenswerte Treffen zustande zu bringen? Servus Christoph, vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Das freut uns natürlich sehr, dass dieser Tisch jetzt zustande gekommen ist. Du weißt, dass die Bürgerinitiative Leuchtturm ARD, ORF, SRG sich eigentlich von Anfang an dafür eingesetzt hat, dass wir einen Dialog auf Augenhöhe führen. Wir sind ja schon über 60 Wochen jetzt vor den Medienhäusern und haben uns auch bemüht, das auf Österreich und die Schweiz auszudehnen. Das ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema für die Demokratie, dass dieser offene Diskurs stattfindet. Es gibt sehr hohen Vertrauensverlust. Und wir haben nicht öffentliche Gespräche geführt, die einen Sondierungscharakter hatten, und sind umso mehr froh jetzt, dass dieser öffentliche Tisch jetzt nach so vielen Wochen zustande gekommen ist. Bei den vergangenen runden Tischen, ich glaube, es waren ungefähr 20, die waren alle im privaten Rahmen. Hast du da einen Unterschied festgestellt zwischen dem, was die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien gewiss privat geäußert haben und das, was sie dann öffentlich sagten? Also, es ist natürlich sehr spannend, was für einen Charakter diese Gespräche gehabt haben, denn es ist ja auch ein Annäherungsprozess. Die Haltung der Redakteure und Journalisten, die ja nicht nur vom öffentlichen Rundfunk waren, sondern wir haben uns ja auch mit privaten Zeitungskonzernen getroffen, ja, und also mit der ganzen vierten Säule eigentlich. Die Haltung der Journalisten war eigentlich generell immer die, dass sie sich so gefühlt haben, dass sie innerhalb des Pressekodex agieren. Und eigentlich in einer gewissen Verteidigungshaltung da waren, ja. Wobei uns auch immer wichtig war, dass wir nicht diesen Vorwurfscharakter da in das Gespräch gebracht haben, sondern eher, dass wir darüber reden sollten, wie es zu so Beeinflussungen kommen konnte, zu Einseitigkeiten, die vor allem deswegen spürbar sind, weil wir jetzt eine parallele Medienlandschaft haben seit über 10 Jahren. Das heißt, wir haben die natürlich aufmerksam gemacht auf die neu entstandene, sehr kompetente und hochqualitative Welt der Internetnachrichtenportale. Also darauf haben wir sehr aufmerksam gemacht. Und haben festgestellt, dass das Wissen nicht da ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer Art Elfenbeinturm zu tun. Das heißt, diese Sondierungsgespräche haben oft den Charakter gehabt, dass wir halt im Nachgang der Gespräche erst Aufklärung mit Links und mit YouTube-Videos oder mit Texten betrieben haben, dass wir denen dann zugeführt haben, damit hier einfach auch ein Wissen darüber entsteht, worüber wir hier eigentlich reden. Ganz interessant, dass sowas sich so eingeschliffen hat im Laufe der Zeit. Also die Journalisten jetzt aus der Erfahrung deiner 20 runden Tische sind sich nicht bewusst, dass sie Ausgrenzung betrieben haben von Leuten, die Corona-Pandemie zum Beispiel kritisch gesehen haben, sondern sie denken tatsächlich, dass sie sich da an den Kodex gehalten hätten. Jetzt, was soll sich dann ändern, wenn es jetzt zu einem öffentlichen runden Tisch kommt? Ja, das ist eben sehr spannend, denn dieser öffentliche runde Tisch hat natürlich dann auch genau diese Konsequenz, dass wir uns darüber klar werden müssen, dass hier eine Art Elfenbeinturm entstanden ist. Und so ein Gespräch hat natürlich immer nur einen anstoßenden Charakter. Das heißt, was wir von Anfang an immer angestrebt haben, ist eine Arbeitsgruppe, um diese beiden Medienwelten wieder zu verbinden. Es steht ja auf unserer Website bis seit 2 Jahren, dass wir anstreben, dass die freien, hochqualitativen Journalisten des Internets in die Mediathek integriert werden. Das wäre ein Zusammenschluss der Medienwelt, der Zukunft, der natürlich auch die Gesellschaft wieder zusammenführen würde. Denn hier geht es um Spaltung, eben auch bis hinein in die Familien. Ja gut, ich bin persönlich der Ansicht, dass Spaltung leider gewissermaßen einem Naturgesetz
entspricht. Je mehr Informationen wir verarbeiten müssen, desto weniger sind wir auch dazu in der Lage. Und wir überleben eigentlich nur, indem wir so und so viele Themen, Meinungen und so weiter ausgrenzen und uns gewissermaßen in unserer eigenen Blase ja, verschanzen, kann man nicht sagen. Eine Blase ist ja keine Mauer, aber dass wir doch, um ein kohärentes Weltbild für uns herzustellen, dass wir da sehr viel Information ausgrenzen müssen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, der wir eigentlich nicht entkommen können. Aber was erwartest du jetzt konkret von diesem runden Tisch? Ich glaube, Was dass soll dann wir, geschehen? ich glaube, dass es wirklich hier um eine ethische Diskussion geht. Das heißt, der Berufsethos des Journalisten muss zur Sprache kommen. Und ich erwarte natürlich in erster Linie eine weitere Vertiefung des Themas. Ja? Das heißt, der größte Erfolg wäre, wenn wir diese Gespräche fortsetzen. Denn es ist ja etwas, was wir seit 2 Jahren wollen. Wir wollen das Bewusstsein wecken. Das Bewusstsein im gesamten Berufsstand. Der Berufsstand muss erkennen, was die letzten Jahrzehnte passiert ist. Denn wir reden hier von geschichtlichen, von historischen Prozessen. Und deswegen sind auch die Institutionen betroffen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Journalistenverband mit am Tisch sitzen wird. Hier geht es um institutionelle Dinge, um ethische Dinge, um grundsätzliche Dinge. Genauso wie in der Welt es um grundsätzliche Dinge geht, wenn wir von Gewaltlosigkeit sprechen. Wir werden immer Konflikte haben in unserer Welt, aber wir haben eine ethische Verpflichtung, sie gewaltlos zu lösen an runden Tischen. Das betrifft die zwischenstaatlichen Probleme genauso wie die aktuellen Probleme hier innerhalb unseres Landes. Kann man bei diesem runden Tisch dabei sein? Wer dabei sein kann. Ja, kann man da, er ist ja öffentlich, kann man da dabei sein? Ja, natürlich. Das ist, mich freut sehr diese Formulierung der Einladung durch die Landtagsabgeordneten der CSU, denn sie haben geschrieben, dass die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Und es ist natürlich kein Saal, der die ganze Bevölkerung aufnehmen kann. Ja, Aber ich habe um. gesehen, es ist eine Kellerstüberl. Ist es, dann habe ich gedacht, ja gut, mit diesem Thema geht man offenbar in den Keller. Ja, das aber Schöne trotzdem, ist. es wird es aufgenommen, wird es dann, ist das öffentlich im Sinn von nicht nur, dass man dabei sein kann, sondern auch, dass es dann nachher noch auf dem Internet vorhanden ist, in Form einer Aufnahme oder Also, so. ich hoffe natürlich auch, dass es mitgefilmt wird. Das ist, glaube ich, schon so gedacht. Aber viel wichtiger ist, dass wir uns bis zum 17. September dort anmelden können. Denn hier geht es auch um eine Aufmerksamkeit gegenüber der Demokratie. Wir alle haben ein großes Problem mit dem Vertrauensverlust gegenüber dem öffentlichen Rundfunk und müssen das auch zeigen. Deswegen verbreiten wir natürlich diese Information, dass die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Und ich hoffe auf eine sehr hohe Anzahl von Anmeldungen, die dann letztlich sowohl Politik als auch den Medien zeigt, dass dies ein Thema ist von öffentlichem Interesse. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, was wir hier setzen müssen. Und dafür haben wir jetzt noch 5 Tage Zeit bis zum Ja, 17. September. und so zentral ist der Veranstaltungsort auch nicht. Es soll in der Nähe von Passau sein. Das ist ja an der österreichischen Grenze, also ziemlich am Rande der Republik. Vielleicht kommen auch Österreicher, ich weiß es nicht. Anmelden kann man sich mit einer E-Mail-Adresse, die blenden wir ein. Und hoffen natürlich, dass da ja, dass da viele Leute mitmachen. Noch zu einem anderen Thema. Der Chefredakteur von Auf 1, Stefan Magnet, hat vor kurzem angekündigt, sie würden jetzt das Medienkartell zerstören, allein durch die Tatsache, dass ihr Programm über Satellit in jede Stube verbreitet würde. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich bedauere es auch, dass sich die Alternativen oder ein alternatives Medium den Mund derart voll nimmt. Ich glaube, wir können die Arbeit noch wesentlich besser machen, bevor wir da mit der Trompete da in die Landschaft hinaus posaunen müssen. Du gehst ja einen anderen Weg. Du willst das Medienkartell brechen, indem du die Öffentlichkeit, die Öffentlich-Rechtlichen dazu bringt, sich an ihre eigenen journalistischen Richtlinien zu halten. Dein erstes Datum zur Erreichung dieses Ziels war, wenn ich mich recht erinnere, der Tag der Deutschen Einheit im
vergangenen Oktober, jetzt sind wir fast ein Jahr später, wir sind nicht viel weiter. Was ist deine realistische Einschätzung? Wann werden wir wieder Mainstream-Medien haben, die sich an den journalistischen Kodex halten? Und was braucht es dazu? Also grundsätzlich ist es mal sehr wichtig, dass die unabhängigen Medien, zu denen ja auf eins gehört, dass die sich sehr stark einsetzen für eine Verbreitung der Wahrheit und für eine ernsthafte journalistische Auseinandersetzung mit einer multipolareren Weltanschauung. Das sind einfach unglaubliche Defizite, auf die wir aufmerksam machen müssen. Deswegen können wir dankbar sein über solche Vorstöße. Aber natürlich müssen wir beachten dabei, dass wir innerhalb der Internetmedien einen schlechten Ruf haben. Ja, wir haben den Ruf, so wie auf der Straße, obwohl wir uns für Demokratie und Grundrechte einsetzen, wir den Querdenkerruf haben. So haben auch die Medien einen Verschwörungstheoretikerruf. Das ist natürlich ein Framing, das stattfindet. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Leitmedien aufmerksam machen, dass dieses Framing von manchen Seiten beabsichtigt ist, aber auch viele darauf hereinfallen. Ja? Hier gibt es eine Indoktrination, die wir thematisieren müssen. Das geht nur im direkten Dialog. Deswegen, wie du richtig sagst, haben wir da einen anderen Ansatz. Wir wollen das zum Thema machen. Wir wollen aufklären über das Framing, über die Art und Weise, dass es hier wirklich eine multipolarere Weltanschauung geben muss, vor wir allem machen, in der heutigen wenn ich dich globalen schnell Welt. unterbrechen darf, wir machen ja bei diesem Framing zum Teil mit, also wir, die alternativen Medien, wir haben auch unser Framing und ich denke, dein Ansatz ist bewundernswert, nicht, dass wir da wieder in Dialog kommen und ich hoffe sehr, dass es dir gelingt. Ja, die Frage ist noch, was braucht es dazu, damit wir wieder Mainstream-Medien haben, die den journalistischen Kodex einhalten? Ich erinnere an das Buch von, ach, mein Erinnerungsvermögen. Manufacturing Consent von Noam Chomsky. Genau. Wo er eigentlich zeigt, dass die Besitzverhältnisse dann auch die Medien bestimmen, ihre Inhalte. Also eigentlich müssen wir die Besitzerstruktur der Medien ändern. Bei den Öffentlich-Rechtlichen wären wir ja als Steuerzahler Besitzer. Aber wir sind da offenbar nicht mehr an den Schalthebeln. Ja, was braucht es? Genau, das ist der zweite Teil der Frage, war natürlich der Zeitplan. Ich habe im Januar 2022 gesagt, wir brauchen 9 Monate für diesen Prozess. Und dabei war ich natürlich angewiesen auf ein exponentielles Wachstum des Bewusstseins, dass wir hier Rechte einfordern können. Die habe ich im Januar dargelegt und habe natürlich auch gehofft auf die breite Bewegung der Grundrechts- und Freiheits- und Demokratiebewegung. Die haben aber nicht so schnell mitgemacht, wie ich das gehofft habe. Deswegen hatten wir natürlich keine Chance, diesen exponentiellen Faktor in 9 Monaten zu erreichen. Und jetzt sind wir fast 2 Jahre unterwegs und sind immer noch sehr stark dabei, zu überzeugen, was für einen Vorteil der Weg des Dialoges bringt. Wir haben uns verdreifacht von 50 Städten auf über 150 Städte, die jetzt heute mitmachen. Also es gibt einen steten Wachstumsprozess, der uns motiviert, aber der natürlich noch nicht diese Exponentialität aufweist, die uns hier den Druck spürbar werden lassen, sodass der öffentliche Rundfunk auch einlenkt. Und deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben und diese Geduld aufbringen, den Prozess, den das menschliche Bewusstsein und auch das ethische Bewusstsein der Journalisten hier mitbringen, dass wir uns an diese Geschwindigkeit anpassen. Ja, aber wenn man die Zahl der Manifestationen, der Kundgebungen, wenn man sich nach der Zahl dieser Kundgebungen richtet, dann hat die Bewegung für Medienreform eigentlich mehr Gewicht, mehr Widerhall als die Friedensbewegung. Es gibt ja kaum, gibt ja eigentlich nicht viele Demonstrationen für Frieden, währenddem da in 150 Städten doch mehr oder regelmäßig Mahnwachen stattfinden für seriöse, wahrheitsgemäße Medien. Das ist doch eine Leistung, das muss man auch sehen, nicht? Das Ja, ist da kannst du nur Ja sagen dazu.
Das ist vor allem in die Friedensbewegung. Unsere Medien, unsere Bewegung für aufrichtige Medien ist die größte Friedensbewegung, theoretisch, es wäre möglich, die größte Friedensbewegung zu werden. Denn wie du ja weißt, was ich jetzt noch erwähnen kann, ist eben die Mediendialog-App, die wir kreiert haben. Die hat schon im Bild den Weltfrieden. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass Dialog ja der erste Schritt für Friedensverhandlungen sind. Ja? Egal, ob wir jetzt mit der vierten Säule verhandeln oder ob dann die Staaten untereinander verhandeln für gewaltlose Lösungen ihrer Konflikte. Der Dialog ist immer der Beginn. Und die Medien haben da eine Verantwortung, die wir einfordern können, und zwar weltweit. Deswegen haben wir eine mehrsprachige App entwickelt, die auch die Friedensbewegung der ganzen Welt mit dieser App sozusagen den Dialog mit der vierten Säule vereinfachen kann. Weil es geht immer um Dialog. Gut, dann musst du aber noch schnell erklären, wie die App funktioniert. Das ist ganz einfach kurz gesagt. Wir haben da eine kostenlose Software, die für jeden verfügbar ist auf der Webseite. Also, das heißt, man muss da nichts downloaden. Und es ist vor allem auch kein Sicherheitsrisiko, denn es geht um öffentliche Daten. Wir sammeln in dieser App alle Redaktionen der Welt. Die gesamte vierte Säule weltweit kann dort eingetragen werden. Aktuell sind es schon über 3000 Adressen. Auch schon 1000 Adressen aus der Schweiz und auf der anderen Seite alle Aktionen, die wir machen für den Frieden, für die Demokratie, auch für ein besseres Wirtschaftssystem. Jedes Thema, das der Aufklärung dient, kann als Event eingetragen werden, wie zum Beispiel die Aletheia-Konferenz, die am Wochenende stattfindet, die ist schon integriert. Das heißt also, wir haben diese App verbindet Aktionen mit den Redaktionen und lädt per Knopfdruck zum Dialog. Das kann weltweit mit dieser App passieren. Also ich habe den Knopfdruck selber getan, um zu schauen, wie das funktioniert. Es ist also so, dass man auf einer Karte sieht man, welche Veranstaltungen es schon gibt. Wenn ich selber eine Veranstaltung oder einen Dialog mit einer Redaktion einleiten kann, dann kann ich, wie gesagt, auf den Knopf drücken. Dann geht eine E-Mail, öffnet sich und da muss ich dann nur noch eintragen, wann ich wen dann genau treffen will. Das geht dann als Einladung an die betreffende Redaktion. Ich denke, das muss dann telefonisch noch nachgefasst werden. Und also neben dem Knopfdruck gibt es doch noch ein bisschen was zu tun. Aber immerhin, die Karte bietet auch einen guten Überblick über all die Events, die stattfinden. In der Schweiz sind es noch nicht so viele. Also man kann der App durchaus noch etwas Wachstum wünschen. Und das ist ja auch der Zweck davon, dass wir jetzt hier darauf hinweisen. Der Link ist unten angegeben. Also, Jimmy, wir werden dann nach dem runden Tisch, nach dem ersten öffentlichen runden Tisch, werden wir nochmals darauf eingehen. Wir treffen uns also ungefähr in 2 Wochen wieder an dieser Stelle. Ich wünsche dir für diesen runden Tisch sehr viel Erfolg und überhaupt der ganzen Bewegung Leuchtturm ARD, SRG, ORF. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph.